Hallihallo, heute ein neues Probiert statt Studiert mit einer ganz besonderen Leckerheit für alle von euch, denen regulärer Kaffee entweder zu teuer oder zu aufwendig oder nicht nachhaltig genug ist. Los geht's. Und zwar handelt es sich diesmal um, Achtung, Trommelwirbel, Dinkelkaffee. Köstlich. Heute ist das Motto, ich leide, damit ihr es nicht tun müsst. Glaube ich zumindest, ist meine unvoreingenommene Voreingenommenheit gegenüber Kaffeeersatzprodukten. Wie dem auch sei, Alnatura ist ein Bioprodukt, 2,79 Euro, kostet das Gläschen, sind 100 Gramm drin. Die Zubereitungsempfehlung sagt, 1-2 Teelöffel pro Tasse, das sind 3-6 Gramm, was wiederum ungefähr 30 Tassen Kaffee macht. Was haben wir drin? Schauen wir mal. Dinkel 80% und Zichorie. Klar, wer kennt's nicht? Darf ihm kein Müsli fehlen. Aus biologischer Landwirtschaft und enthält kein Koffein und ist löslich. Ja, Zichorie. Okay. Also, Zichorie, auch bekannt als Wegwarte, gehört zu den Kornblütlern, ähnlich wie Chicorée und Also, Chicorée ist quasi die Kulturform davon und ich vermute mal schwer, dass das einfach der Bitterstoff in diesem Kaffee sein soll. Der allgemeinen Erwartungen nach muss Kaffee ja so ein bisschen bitter schmecken. Wer sich mit Spezialitätenkaffee schon auseinandergesetzt hat, weiß, das ist nicht zwingenderweise der Fall, aber hier wollen wir ja einen allgemeinen Geschmack treffen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal auf. Für die Nutella-Freunde unter euch. Ja, was soll ich sagen? Mit Kaffee hat das nichts zu tun. Es riecht so ein bisschen nach leicht verbrannten, trockenem Roggenbrot. Oder Dinkelbrot. Ist ja auch Dinkel drin. Geruch schon mal nicht so spektakulär. Ich würde sagen, mach einfach ein bisschen Wasser und beiß mich durch. So. Alles da. Wunderbar. Dann legen wir los. Also, wie gesagt, 3-6 Gramm Kaffee. Kein Problem. Wir haben eine Waage. 4 Gramm. Sollte reichen. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Das Wasser, was ich jetzt gemacht habe, sind 80 Grad. Das ist so eine gute Trinktemperatur. Wer es natürlich kochend heiß mag, go for it. Hier steht heißes Wasser, nicht kochend. 80 Grad definiere ich zumindest als heiß. Up to you. Jetzt gießen wir das auf mit 200 Milliliter. So, also ich muss schon mal sagen, der Geruch an sich ist echt keine Offenbarung. Das riecht irgendwie, als hätte man im Toaster ein Brot vergessen und den Toaster ein paar Mal zu oft angemacht. Leute, echt jetzt? So dringend? Oh, das schmeckt wie so eine Mischung aus, wie gesagt, verbrannten Brot in Kombination mit so einem Magenbitter-Tinktur-Zeug. Leute. Ich kann es ja verstehen, wenn man sowas für die Wirkung trinkt. Ja, wenn man sagt, okay, ich brauche das, weil ich muss morgens einfach wach werden. Aber das hat nicht mal Wirkung, da ist nicht mal Koffein drin. Ich meine, gut, man könnte jetzt noch ein bisschen Koffeinpulver reinmachen, aber oh, wieso mache ich das immer wieder? Was soll ich sagen? Dinkelkaffee. Ich habe mir am Anfang tatsächlich überlegt, machst du einen so, machst du einen kalt, machst du einen mit Milch. Ich mache einfach gar keinen mehr, weil, nee, wenn ihr wollt, probiert selber, aber es tut mir leid, lieber Dinkelkaffee. Nee. Erst Chicorée, erst Dinkel. Von mir aus trinkt eine Dinkelmilch, aber macht keinen Kaffee draus. Übrigens, was mir in dem Zusammenhang noch auffällt oder einfällt, Dinkelkaffee darf Kaffee heißen. Ich weiß nicht, ob ihr die Debatte so ein bisschen mitgekriegt habt oder verfolgt habt mit der Hafermilch. Hafermilch darf nicht Hafermilch heißen, weil der Endverbraucher ja irritiert sein könnte, dass Hafermilch nicht aus normaler Kuhmilch mit Hafer besteht, sondern eine Milch aus
Hafer ist. Und deswegen muss Hafermilch, Haferdrink oder Not Milk oder wie auch immer heißen. Bei Kaffee ist es aber wieder okay. Probiert statt studiert. Gleich wieder vergessen. Wenn es euch dennoch gefallen hat, ich habe für euch gelitten, damit ihr es nicht müsst, das ist doch zumindest ein Like und ein Abo wert. Deswegen einmal klicken. Für mehr Support findet ihr unten noch ein paar Links zu meinem Patreon-Account. Ja, und sonst war's das von mir. Ich gebe mir jetzt erstmal die Zähne putzen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.